ist deine Ranch, Harry. Jetzt werden wir richtige Cowboys. Von euch habe ich schon oft gehört. Allerdings nichts Gutes. Macht besser, dass ihr wegkommt. Oh ja? Zeig's ihm, Harry. Miraculous und Supermaus, sofort zu mir ins Polizeihauptquartier. Gerade kam ein Anruf von der T-Bar Ranch. Quark und Harry machen dort Ärger. Ihr müsst auf der Stelle hinfahren. Komm schnell, Super. Wir nehmen das Flugzeug. Ich bin gespannt, was Quark diesmal vorhat. Ziehen wir die Hüte auf, Miraculous. Da vorne ist Quark. Schnappen wir ihn. Oh, Miraculous und Supermaus wollen was von uns. Nichts wie weg hier. Schnell, mach das Tor zu. Ist okay, Boss. Miraculous, da, ein Bulle. Meine Schlafgaspistole kommt mit seinem Temperament schon klar. Sie versuchen zu fliehen. Los, komm hinterher. Hey, sie haben die Pferde abgespannt. Wir stürzen in die Tiefe. Meine Fallschirmpistole wird uns retten. Sieh nur, ich fürchte, sie werden uns noch mehr Schwierigkeiten machen. Aha. Ein Indianerreservat. Ich habe eine Idee. Ich spreche mit dem Häuptling. In Indien gibt's auch Häuptlinge? Könnt ihr uns bitte vor zwei Gaunern beschützen? Irgendwie traue ich den Bleichgesichtern nicht. Aber warten wir erst mal ab. Zu blöd. Ich habe keine Ahnung, wo die beiden geblieben sind. Was war das? Ah, nur ein Coyote-Super. Okay, Jungs, an den Marterpfahl. Wie wär's denn, Häuptling, wenn wir uns zusammentun? Oh, ich weiß nicht recht. Ich überleg mir. Keine Sorge, Super. Ich werde dem Häuptling eine Nachricht übermitteln. Rauchzeichen glauben Indianer immer. Roj und Affe sind Schurken. Oh, sie beherrschen unsere Rauchzeichensprache. Ich glaube ihnen, der Frosch ist ein Gauner. Sieht nicht gut aus, Harry. Nichts wie weg hier. Da, Wagen kommt uns, Miraculous. Keine Sorge, Partner. Meine Lasso-Pistole wird sich schon einfangen. Also gut, wir geben auf. Lasst uns die Friedenspfeife rauchen. Bleibt noch etwas hier, dann können wir eine Menge Pfeifen zusammen rauchen. Was ist denn los, Super? Du wirst ja ganz grün.